befinde. Wenn du mich jetzt... Guten Tag. Ja, ja, ist ja gut. Ja, geh jetzt mal weg. Jetzt hat er mich hier. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Little Big Adventure, einem uralten Spiel, das ich in meiner Kindheit bereits zweimal gespielt habe, beziehungsweise einmal in meiner Kindheit und einmal in meiner, ich sage mal, späten Jugend dazu. Ein ganz, ganz tolles Spiel, wie ich finde, das ich sehr, sehr gerne hier mit euch nochmal erlebe. Und ich hoffe, es geht euch auch so. Ihr könnt euch, wie gesagt, Moment, ich mach mal den Cursor da weg, den brauchen wir da nicht. Ihr könnt euch gerne im Kommentarbereich dazu äußern, ob ihr dieses Spiel vielleicht auch schon kennt, vielleicht auch in eurer Kindheit schon gespielt habt, auf dem guten alten DOS. Und vielleicht aber auch, ob ihr noch gar keine Berührungspunkte mit dem Spiel habt, ob das völlig neu für euch ist, dass ihr völlig überrascht seid, sowas hier zu sehen. Ja, würde ich gerne mit euch im Chat, nicht im Chat, im Kommentarbereich diskutieren. So, jetzt muss ich mich erstmal ein kleines bisschen orientieren wieder, denn es muss hier was getan werden. Beziehungsweise ich muss, das weiß ich ja auch noch von den zwei Spieldurchgängen, willkommen in Lupinburg, Zitadellen, die ich in diesem Spiel oder mit diesem Spiel schon hatte, weiß ich ja noch, dass ich jetzt ja im Prinzip nach Hause sollte. Ich werde versuchen, das auch relativ zügig zu machen. Das geht da unten nicht mit dem Herrn, mit dem Gewehr. Das wollen wir nicht. Okay, der scheint mich wenigstens... Okay. Also ich bin der Meinung, die waren im Original. In der Originalversion waren die... Tschüss. Ich wollte gerade sagen, die haben einen früher gesehen. Oh ne, ich sollte mich nicht erwischen lassen. Das war knapp. So. Jenes Fahrzeug da in der Mitte, jenes Panzerfahrzeug, dem sollte ich auch nicht zu nahe kommen. Dann dreht sich das nämlich in meine Richtung und schießt auf mich. Das wäre doof. So. Wir hören schon dieses komische Geräusch da, als ob sich viele kleine Zahnrädchen hier bewegen. Das ist der Kamerad, genau, den wollen wir überhaupt nicht auf uns aufmerksam machen, im Idealfall. Was haben wir da für ein Schild? Der Boot Nummer 1024 GH. Dr. Funfrock weist darauf hin, dass es strikt verboten ist, auf die sogenannte Legende anzuspielen. Ja, selbst wenn man nur davon träumt. Weg. Eine Sperre. Okay. Wissen wir Bescheid. So. Oh. Oh, ein Dicker sogar. Da müssen wir aufpassen. Also die können wir, muss ich gleich von vornherein sagen, da brauchst du nicht irgendwie reinboxen oder so. Die machen dich fertig. Die machen dich fertig, egal wie. In diesen Laden könnte ich jetzt reingehen. Ich weiß aber, was da passiert. Von dem her, da ich dagegen später sowieso nochmal rein kann, mache ich das jetzt nicht, das weiß ich noch. Das, wobei, ich könnte schon. Aber es ist storytechnisch nicht wichtig. Es ist storytechnisch wirklich nicht wichtig. Der hat mich gesehen, hat mich sofort verfolgt. Also hier draußen erkennt man mich auch, also, oder erst recht anhand der Pflegerkleidung, die man außerhalb dieser Einrichtung da, aus der ich geflohen bin, eigentlich nicht tragen sollte. Ja. Das heißt, ich sollte mir auch zeitnah alternative Kleidung besorgen. Hallo? Wussten Sie, dass die Beamzellen für alle Arten gefährlich sind? Nur Klone können sie benutzen. Also da nicht unbedingt reinsteigen, ne? Die Beamzellen, das sind die runden Dinger hier, mit einem Oberteil und einem Unterteil. Ja. Wie gesagt, nicht unbedingt reingehen. Könnte schlecht sein. So. So, jetzt sind wir hier. Da vorne ist ein Mülleimer, den können wir durchstöbern, wie man das von deutschen Rentnern leider inzwischen auch gewöhnt ist. Oh, da kann man auch nochmal gucken, ob die Fässchen so in sich tragen. Der Boot Nummer 1024 geht. Ja, okay, das haben wir vorher schon gelesen. Okay, also die Fässer wollen mir jetzt nichts offenbaren. Das ist ja nicht schlimm. Ich werde versuchen, jetzt schnurstracks nach Hause zu gehen. Es gibt ja noch viel zu sehen. Also man kann jede Kreatur eigentlich ansprechen. Und jede Kreatur ist auch vertont. Jeder Charakter ist vertont. Es ist... Das ist jene Überwachungsgeschichte da vorne. Wo man sich nicht bewegen darf, wenn sie
vorbeifährt, ansonsten wird man sofort erschossen. Ah, wie das in einer Diktatur halt so ist, bewegst du dich, wirst du erschossen. So. Das Blöde ist, das ist mir bei meinen früheren Spieldurchgängen das ein oder andere Mal passiert, du siehst plötzlich, dass dieses Ding am unteren Bildschirmrand auftaucht und bleibst natürlich sofort stehen, wenn es blöd läuft, mitten auf der Straße, dann rempelt dich das an, wodurch du dich bewegst. Weg bist du. Gibt's auf die Fresse. Dieser Stick, der macht überhaupt nicht das, was er soll. Ich werde, denke ich, beim Steuerkreuz bleiben. Willkommen in Lupin. Das haben wir schon gelesen. Hier ist ein schöner Park, kann man sich alles schön angucken. Fand ich damals, habe ich im ersten Video auch schon gesagt, wirklich wunderschöne Grafik. Ja, ist jetzt natürlich nach heutigen Standards nicht mehr das, was es damals war. Damals fand ich es wunderbar. Es war eigentlich recht einzigartig auch in der Optik, das Spiel. Also ich habe nichts anderes, was jetzt vergleichbar ausgesehen hätte, auf dem PC damals gespielt. Und ja, deswegen ist es mir auch so besonders gut in Erinnerung geblieben und deswegen war ich auch so glücklich, als ich festgestellt habe, dass das Ganze ja auf Steam erhältlich ist, nachdem ich dieses Spiel wirklich jahrelang, muss ich sagen, gesucht habe. Ich weiß gar nicht, auf wie vielen Internetseiten oder von wie vielen Internetseiten heruntergeladen habe, wo es zwar spielbar war, aber wo es an einer gewissen Stelle immer abgestürzt ist und dann eben nicht mehr spielbar war. Ich denke ja mal, das wird bei jener Version hier nicht so sein. Oh! Renn doch weg! Warum rennst du nicht? Okay, falsche Taste gedrückt zum Rennen. Aber jetzt man sieht jetzt, ich habe ein bisschen Energie verloren. Jetzt könnte ich mir also irgendwo mal ein Herzchen holen. Aber ja. Hey. Hallo. Hat ja gepasst. Guten Tag, Nachbar. Hallo. Hallo, Nachbar. Zusammen mit meinem Sohn haben wir die Klappe auf Ihrem Kamin repariert. Süß, danke. Wir werden ihn später noch einzäunen. Merkwürdig, dass er so weit von Ihrem Haus entfernt ist. Mein Sohn nachsieht übrigens einige Dinge bei Ihnen recht merkwürdig. Und er muss wissen, schließlich ist er Architekt. Ja. Also man merkt, es ist jetzt nicht ganz so fehlerfrei synchronisiert, aber es ist süß gemacht. Ja. Und wie gesagt, jeder kleine Furz eigentlich wirklich vertont. Das ist einer der großen Punkte an diesem Spiel, die ich sehr, sehr toll finde. Wenn du mich jetzt... Guten Tag. Ja, ja, ist ja gut. Ja. Geh jetzt mal weg. Jetzt hat er mich hier. Okay, ich kann ihn auch schlagen. Alter. Ich kann ihn leider nicht ganz wegschlagen, weil, also, sag mal, Zivilisten kann ich natürlich nicht kaputt hauen. Sollte das jetzt wahr sein? Magst du weggehen? Super. Irgendwohin. Bitte. Nee. Ja, sieht so aus. Jetzt lass mich doch bitte. Vielleicht kann ich hier irgendwas ändern. Was ist denn das da? Was ist das für eine Anzeige? Was macht die? Was ist das? Das ist mein Rucksack. Ah ja, mein Inventar. Ja. Holomap, kann ich angucken? Dann sehe ich, wo ich bin. Zitadelleninsel. Ich muss jetzt gerade irgendwas tun, weil ich hänge fest. ja, und es gilt, den gesamten Planeten zu erforschen. Ja, das ist... also das wird noch richtig cool. Bin ich der Meinung. Da müsst ihr mir natürlich nicht unbedingt beipflichten. Ich finde es jetzt ehrlich... Ah, Gott sei Dank. Ich wollte jetzt gerade sagen, jetzt muss ich den letzten Speicherpunkt laden, von dem ich keine Ahnung habe, wo er ist. Das Spiel speichert ja automatisch. Und muss hier, was weiß ich, wie weit noch laufen. Gott sei Dank spiele ich ja noch nicht allzu lange. Allerdings haben wir auch schon wieder die gute Hälfte der Videolänge erreicht. Cursor weg, wollen wir nicht. Deswegen gehen wir jetzt mal schnell zu unserem Frauchen hier, die hier uns auf uns wartet. Seit Stunden, Tagen, Wochen. Hallo! Ach, endlich bist du da, mein Liebling. Komm herein, sicher sind alle Klone auf deiner Suche. Ja. Ja,
Diese Pixel, ja, diese wunderbaren riesigen Pixel da im Ranzoom, ja. Aber wie gesagt, das war damals, im Jahre 1994, optisch sowas von ein geiles Teil. Ja. Ich bin aus der Anstalt geflohen. Man hält mich für einen Aufwiegler wegen meiner seltsamen Träume, genau, von denen ich dir erzählt habe. Träume, in denen mich Sentel rief. Ich glaube, es ist Zeit zu benutzen, was du im Haus versteckt hast. Okay. Holomap. Holomap. Twinsons Haus, Zitadelleninsel. Ja, jetzt wissen wir, dass wir in Twinsons Haus sind. Wo allerdings jetzt genau? Das liegt, was wir hier im Haus versteckt haben. Oh. Also, die sind uns schon am Verfolgen. Schnell, versteck dich. Die haben einen lockeren Finger am Abzug. Du sollst doch nicht springen, du sollst rennen. Meine Fresse. Ja, 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 ist ja gut. Ich muss sowas von wegrennen. Ich glaube, das hat sich jetzt auch erledigt. Ja. Sie sind wegen Beihilfe zur Flucht angeklagt. Folgen Sie uns. Ja, ich meine aber auch, das muss jetzt so passieren, denn ich glaube, ich hätte noch irgendwo in, wie soll ich jetzt sagen, in die unauffällige Haltung gehen können, irgendwo hinter einem Möbel oder sonst was. Das ist übrigens der Funfrog da. Ich glaube aber, man muss an der Stelle erwischt werden. Sind wir wieder im Prinzip am Anfang des Spiels. Allerdings, ja, wird es jetzt etwas zügiger gehen, hier rauszukommen. Denn ich werde jetzt natürlich nicht die ganzen Texte, die jetzt hier zu Anfang des Spiels geäußert wurden, nochmal alle anhören in aller Ausführlichkeit, sondern werde gucken, dass ich relativ zügig hier rauskomme. Ein Gefangener bricht aus. Ja, jetzt haben wir wieder den Schlüssel. Also es ist jetzt im Prinzip wirklich tatsächlich wieder der Anfang des Spiels, wenn man so will, ne? Ich meine aber wirklich, man kann, also man muss das jetzt im Prinzip nochmal spielen. Ich bin mir echt nicht mehr sicher, ob man im Haus tatsächlich irgendwo sich effektiv verstecken konnte vor diesem Geschoss da, was da auf einen abgefeuert wird. Du hast soeben alle Gegenstände wiedergefunden, die in deinem Inventar enthalten waren. Der ist so begeistert von dem Spiel, der Kerl, der das da gesprochen hat. Der ist der Beste. So. Ah, Schränke scheinen aber leer zu sein. Ich hab's ja vorher schon alles soweit benutzt. Ja. Jetzt benehmen wir uns hier mal ganz normal. Also die sehen uns jetzt auch nicht, wenn wir rennen. Also wir haben deren Kleidung an, wir gehören dazu. Ja, das ist also ganz einfach so. Jetzt müsste ich hier tatsächlich mal gucken. Denn ich weiß, da ist dieser Dicko. Ich weiß nicht, ob der auf mich ballert, wenn ich mit diesen Klamotten da reinlaufe. Ich glaube ja. Denn wir sehen da unter mir, unter meinen Füßen, da ist so ein Stahltor. Da könnte ich jetzt quasi als Abkürzung direkt nach draußen kommen, ohne jetzt wieder mit dem Müllwagen und so weiter und so fort. Aber das gelingt mir leider nicht, da ja da dieser Dicko steht, der mich, ja, mehr oder weniger direkt fertig machen wird. So. So, haben wir jetzt wieder den Schlüssel von dem guten Mann hier und können uns somit wieder aus der Zitadelle entfernen. So, gleiches Spiel wie vorher, aber im Schnelldurchlauf. Ich renne jetzt schnell auf den Müllhaufen. Genau, deswegen sind dann nämlich alle so plötzlich aggressiv und schießen auch auf uns, wenn sie uns in sowas sehen, ne? Oder rennen uns hinterher. Nein, nein, wollte ich doch gar nicht. Ich muss jetzt hier unauffällig sein. Mach mal unauffällig. So. Genau. Jetzt nur noch warten, bis der Lastwagen an Ort und Stelle ist. Ja,
Ja. Ja, gleiches Spiel wie vorher auch. Gleiche Abläufe. Das gehört jetzt halt in dem Moment leider dazu. Es gibt noch irgendwie die Möglichkeit, glaube ich, sogar hier einen manuellen Speicherpunkt anzulegen. Ich müsste mir das tatsächlich mal anschauen. Müsste, glaube ich, über das Inventar zu machen sein, dass man einen manuellen Speicherpunkt anlegen kann. Mal gucken, ob es da was gibt. Nee, hier war es nicht. Ist das Speichern? Ah! Ah, damit, mit dem hier oben rechts, da ändern wir unsere Haltung. Also das ist natürlich... Die ist ja für an diversen Stellen wichtig, diese Haltung, muss man dazu sagen. Das ist quasi der Schnellwechsel zwischen auffällig und unauffällig. Okay, gut zu wissen. So, jetzt machen wir aber hier ein bisschen zacki-zacki hier, dass wir weiterkommen. Allerdings nur, um es mal gezeigt zu haben. Nur um es mal gezeigt zu haben, hätte ich eigentlich vorher schon machen können, im ersten Video, aber egal. Das wäre jenes Stahltor, aus dem wir rauskommen, wenn wir denn in der Zitadelle da an diesem Dico vorbeikämen. Haltet den Planeten sauber. Ja, deswegen steht da Mülleimer. Nichts auf den Boden schmeißen. Also ist auch eine gewisse Message in dem Spiel, ja, die war damals Anfang der 90er auch schon natürlich aktuell. Ja, heute... ist sie noch aktueller. So, was haben wir jetzt hier noch für Möglichkeiten? Wir sind jetzt hier im Prinzip fast überall schon gewesen. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit in die Kanalisation... Oh, das hat er jetzt automatisch gemacht. Okay, das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber nicht schlimm. Dann machen wir das jetzt mal einfach, wenn wir schon mal hier sind. LBA. Entwässerungsdienst von Lupinburg. Entwässerungsdienst. Kleine Waschungsstraße. Kleine Waschungsstraße. Ja, ist ja gut. Entwässerung... Ich will gar nicht alles lesen. So, also jetzt sind wir hier in der Kanalisation. Da werden wir auch in Zukunft noch das ein oder andere Mal sein. Hier können wir jetzt, also mit dieser Sprungfunktion, Geilomat, ja, können wir jetzt entscheiden, in welche Richtung wir springen. Da können wir jetzt Herzen aufsammeln, die wir, ja, nach wie vor nicht unbedingt bräuchten. Aber egal. Und da drüben, da gibt es ein kleines, ich sag jetzt mal... Schächelchen. Für ein weiteres Kleeblatt. Jetzt sind wir hier runtergefallen. Das wollte ich so nicht, aber ist halt passiert. Macht uns aber nicht kaputt. Hier sehen wir jetzt genau, wenn wir so springen würden, zum Beispiel so, dann würden wir da reinfallen. So würden wir wahrscheinlich auch reinfallen. So landen wir drüben. Und jetzt können wir wieder hochfahren. Mit dem können wir da auch reden, wenn wir wollten. Aber wie gesagt, wir können hier mit jedem reden und es ist mal mehr, mal weniger sinnvoll. So. Jetzt sollten wir noch zum Häuschen. Ich werde dieses Video wahrscheinlich ein bisschen länger halten müssen, damit wir zumindest mal ein bisschen was Neues sehen. Das hier kennen wir alles schon aus dem ersten Video. Ja, ja, wegrennen hier, Fluchttier, alles gut, alles normal. Wir müssen nur aufpassen, dass wir diesen... Robohasi da nicht, genau da unten, dem Robohasi nicht über den Weg laufen. Sonst knallt der uns ab. So. Hier müssen wir jetzt wieder auf dieses Überwachungssystem achten. Aber auch hier Schnelldurchgang. Sind wir wieder... Ich sag jetzt mal auf unserem Grundstück, mit dem unterhalten wir uns jetzt nicht, sonst klemmt er uns wieder an der Umgebung ein. Das wollen wir nicht. Wir sind wieder zu Hause, jetzt stellen wir gleich Folgendes fest. Da steht ein Dico vor der Tür, in Uniform, ein Klon also. Die bunten sind, oder was heißt die bunten, die so ein bisschen wie ein Roboter aussehen, sind Klone. Und ja, jetzt haben wir hier die Möglichkeit... über den Schornstein einzusteigen, das hat uns der Hasi ja vorher erklärt, das hat er ja mit seinem Sohn gemacht. Jetzt müssen wir da eben bloß...
Naja, so präzise geht's leider nicht. Aber Gott sei Dank sind die hier echt nicht so intelligent, sage ich jetzt mal, dass die uns direkt sehen. Die sehen uns also mehr oder weniger erst, wenn wir in deren direkter Nähe sind. Ich kann jetzt, glaube ich, so sogar hochlaufen. Nee, kann ich nicht. Kann du das hier als Vorsprung nutzen? So, da wäre unser Schornstein, beziehungsweise unser Kamin. Da gehen wir jetzt rein. So, jetzt müssen wir uns hier ein bisschen umgucken. Nämlich nach dieser Sache, die im Haus versteckt ist. Wir hatten es ja mit unserem Frauchen davon. Du hast soeben den magischen Ball wiedergefunden. Probiere ihn an den Klonen aus. Der ist wichtig. Ja. Du hast soeben die erste Magiestufe erreicht, da du die Tunika wiedergefunden hast, die deine Vorfahren hinterlassen haben. Dank dieser Tunika kannst du von nun an Magie speichern. Sehr schön. Magie speichern. Also speichern heißt, ich muss auch natürlich Energie sammeln, um in Anführungsstrichen Magie wirken zu können. Die ist also auch nicht ewig da, die wird auch verbraucht, wenn ich natürlich Magie anwende. Das heißt, da muss ich ein kleines bisschen sparsam mit umgehen. Jetzt habe ich noch einen Schlüssel gefunden, da wusste ich auch noch, dass der hier ist. Also die meisten Schlüssel, die man für irgendwelche Türen braucht, die liegen auch, ich sage jetzt mal, in greifbarer Nähe der Tür, für die sie gebraucht werden. Also das Spiel ist da nicht so, dass du irgendwie so, keine Ahnung, Silent Hill mäßig oder Resident Evil mäßig, hier die Tür ist verschlossen, ich brauche einen Totenkopfschlüssel oder ich brauche einen das Schlüssel. Und muss jetzt erstmal die komplette, das war jetzt Magie, das blaue Fläschchen, ja, war jetzt quasi, ja, magischer Zaubertrank, den ich brauche, um meine Energie für Magie wieder aufzufüllen. So. Aber wollen wir uns nicht allzu lange da aufhalten? Also wir haben jetzt, glaube ich, im Prinzip, soweit ich das jetzt nachvollziehen kann, das gefunden, was wir brauchten. Diesen magischen Ball sollen wir an den Klonen ausprobieren, hat es geheißen. Ich gucke doch mal schnell, ob in der Wanne auch was ist. In der Wanne ist tatsächlich nichts. Okay. Also, durch die Tür können wir das Haus nicht mehr verlassen, denn die ist zugemauert, wie wir gesehen haben. Das heißt, wir gehen jetzt zu jener Tür, für welche wir soeben den Schlüssel gefunden haben. Das ist jene. Und dann haben wir hier die Möglichkeit. Wo ist es? Müsste da hinten sein. Irgendwie hier. Nein, hier war nichts. Ich glaube, da kommt erst gegen später im Spiel was. Ja, genau. Ich muss wieder in den Kamin rein, denn durch den bin ich auch reingekommen. Muss ich den Kamin wieder hochklettern. Und jetzt bin ich hier. Und genau an dieser Stelle geht es im nächsten Video weiter, denn jetzt sind wir schon ein bisschen drüber, sehe ich, ja. Wie gesagt, ich wollte euch ein bisschen noch was sehen lassen, was ihr noch nicht gesehen habt. Und es geht an exakt gleicher Stelle im nächsten Video weiter. Und dann probieren wir den Ball mal an den Dickos aus und gucken, wie weit wir noch kommen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Ein Kommentar wäre sehr, sehr lieb. Und ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Gerne auch im Kommentarbereich was zu dem Spiel sagen, wenn ihr es vielleicht selber, so wie ich, in eurer Kindheit gespielt habt und vielleicht auch so ähnlich lieb habt wie ich. Oder aber, wenn das Spiel für euch völlig neu ist und ihr aber trotzdem aus irgendeinem Grund begeistert seid, davon kann ja auch sein, gerne im Kommentarbereich dazu äußern, können wir drüber sprechen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Teil.